schön frisch hier im Osten. Es ist immer dasselbe, ne? Der Winter kommt absolut unerwartet an Weihnachten. Wie soll es auch anders sein? Unerwartet für mich, denn ich habe natürlich vergessen, eine Winterjacke mitzunehmen. Ich habe nur meine Hallenjacke dabei, deswegen war ich gerade in Polen, habe mir dort super günstig eine richtig coole Winterjacke gekauft. Unerwartet auch für Maeve, denn doof wie man halt ist, fährt man mit Sommerreifen bis zu dem Tag, wenn der Schnee kommt. Heute kam er, ist mit Sommerreifen auf Weg in die Halle in einen Stein reingerauscht. Das heißt, sein Subi hat ein bisschen gelitten. Ich glaube, Polizei ist auch gerade unterwegs, was echt doof ist, weil das heißt, ein bisschen Geldstrafe gibt es auch noch. Egal, jetzt fahre ich erstmal hin, versuche ein bisschen zu beruhigen und nehme ihn dann mit, weil so lassen sie mich eigentlich nicht weiterfahren mit Sommerreifen. Und dann starten wir das Video halt mit so einer Nachricht. Schade. Eigentlich wollte ich hier ein bisschen Good Vibes, ein bisschen Weihnachtsstimmung bringen. Jetzt ist der Subi von Maeve am Arsch. Echt belastend, aber mal gucken, was die Tage sonst noch so passiert. Ich hoffe, ab jetzt geht's nur noch bergauf. Viel Spaß bei diesem Video. Oh je. Sind das etwa Winterreifen, mein Freund? Ja, tatsächlich ja. Ich habe festgestellt, dass ich die heute auf jeden Fall definitiv brauche. Frag mich nicht warum, aber ich habe heute gelernt, man braucht definitiv Winterreifen. Im Schnee macht das Sinn. Ja, definitiv. Freunde, wir sind bei Maeve angekommen. Echt ein blöder Start. Das Video wollte ich sagen. Also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber Winterreifen bei Schnee, das macht schon Sinn. Und wenn ihr das bezahlt. Lass es, Bruder. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ey, Freunde, blöder Start eigentlich fürs Video, aber ja, Maeve hat sein Lachen nicht verloren. Es ist nur die Stoßstange. Ja, es ist nur die Stoßstange. Wir holen das Auto nachher ab. Wir werden auf jeden Fall die Winterreifen dann montieren, dass der Junge hier mobil bleibt. Aber davor schauen wir einmal kurz in die Nebenhalle. Da steht mein Drifter, den brauchen wir. Denn was mache ich eigentlich hier? Ich habe die lange Reise hier an die deutsch-polnische Grenze auf mich genommen, um über Weihnachten mit meiner zweiten Familie quasi. Das war süß gesagt, ne? Du hast das Geld, damit du da bist, alles gut. Er ist auf jeden Fall freiwillig da. Das war ich jetzt aber. Ja, ich möchte einfach Weihnachten hier ein bisschen driften und es ist in Polen immer an Heiligabend so eine kleine Versammlung, inoffiziell, wo die Leute mit ihren Driftern dann einfach ein bisschen Spaß haben. Schön beschmückt und so und genau das wollen wir auch machen. Genau, ganz wichtig ist, wir distanzieren uns von dem, was dort passiert, weil ich und Marvin sind nicht da, bloß unsere polnischen Brüder sind da. In unseren Autos. Genau, wir filmen das Ganze nur für euch. Aber wir fahren selber nicht. Wir fahren selber nicht, weil das wäre natürlich sehr doof. Und illegal. Illegal, genau. Deswegen machen wir das nicht. Genau, deswegen machen wir das in Polen. Bam, bam. Ui. Alter, ich hab das Ding vermisst. Okay, alles klar. Fallen die Vogelscheiße drauf. Ah, wird nicht weniger, ne? Von Mal zu Mal wird's mehr. Aber, achso, die andere Seite ist zerlegt, ne? Nee, hä? Ach doch. Ja, also, ihr seht es, das Bodykit ist noch nicht fest verbaut, das hatten wir uns ja mal abgerissen und Maeve hat das hier mal wieder ein bisschen provisorisch zusammengeflickt, damit das wenigstens wieder in einem Stück ist. Was für provisorisch, Digga, hochwertiges polnisches Glasfaser, hä? Sorry, ich nehm's zurück. Hält. Das können nur die Österreicher kaputt machen. Hier war ein Riss, das ist gerichtet. Hier war ein Riss, das ist gerichtet. Also und gerichtet. Ein paar Risse. Es ist gerichtet so, dass es hält. Das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt, das hier gleich wieder alles fest zu verbauen. Ja, mit einer Hand, Digga! Wir machen das gleich alles wieder fest. Dann brauche ich hinten noch meine anderen Felgen. Die liegen ja hier noch auf der Rückbank. Die kommen hier drauf. Das sind übrigens auch Sommerreifen. Perfekt vorbereitet. Alter, Team Sommerreifen. Eins in die Kommentare, wer auch noch Sommerreifen drauf hat. Hoffentlich niemand. Aber unsere Hoffnung ist, morgen ist kein Schnee gemeldet, dass morgen dieser Schnee bereits wieder weg ist. Und dann können wir mit unseren coolen Style-Felgen und nicht mit irgendwelchen hässlichen Stahlfelgen mit Winterreifen nach Polen fahren und dort über Weihnachten driften gehen. Ein pinker Kabelbinder für dich. Alles klar, danke. Einer für dich. Einer für mich. Okay. Das Kabelbinder fechten. Wir fahren jetzt los und kaufen noch ein bisschen Weihnachtsdeko, denn ja, wenn ich die Karre dann zusammengeschraubt habe, möchte ich sie noch ein bisschen dekorieren. Die meisten Autos, die da zum Driften kommen, die sind echt cool beleuchtet und das soll schon auch so ein bisschen eine Show sein für die Zuschauer. Da sind auch Leute, die einfach nur so vorbeikommen, sich dieses Spektakel angucken und wir möchten halt eine coole Show den Leuten auch bieten und deswegen spacksen wir hier gerade das Ding wieder zusammen und kaufen dann noch ein bisschen Weihnachtsdeko im Good Old Polish Action. Für schön billig Geld hoffentlich. So, zieh fest das Ding. Okay, passt. Digga, bombenfest. Perfekt, Front ist schon mal wieder zusammen. Zeitwertgerechte Instandsetzung. Sehr gut.
ob ich das so cool finde, meine Felgen hier zu lassen. Wieso ist das kein vertrauenswürdiger Reifenhändler in Polen? Doch, der wird richtig fluchen und wir müssen ihm auch noch sagen, dass zwei Felgen links und zwei Felgen rechts hinkommen in verschiedenen Farben. Aber wegen der Laufrichtung, ne? Ja, das kriegt er schon hin. Maeve lässt jetzt gerade noch seine super schmalen Winterreifen einen Tag vor Weihnachten hier von dem armen Reifenmann in Polen aufziehen. Das werden sie schon hinkriegen. Dann ist er wieder mobil mit seinem Subaru. Das ist aber eigentlich nicht relevant für unser Vorhaben morgen Abend, denn driften gehen wir ja mit unseren beiden E36. Die haben beide komplett gestretchte Sommerreifen drauf. Deswegen hoffen wir wirklich, dass der Schnee noch nachlässt, damit wir morgen mit diesen Autos dann auf den schönen Style-Felgen hier in Polen ein bisschen Spaß haben können. Wir sind zum Action, um ein bisschen Weihnachtsdeko zu kaufen, denn wir wollen die Autos ja ein bisschen... Nein, ich wollte dir bloß was zeigen. Ich dachte, du machst jetzt hier schon. Wir sind in Polen beim Action und hier... Bruder? Entschuldigung, arbeiten Sie Kann hier? Ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Ja, ich suche die Weihnachtsbeleuchtung. Ah, dann kommen Sie mal mit. Alles klar, danke. Die steht mir ganz gut, oder? Ah, ist das so Drip jetzt? Das ist eine Trendfarbe aktuell. Ist das Drill? So. Das wär's. Also, wir nehmen jetzt von diesen Leuchterketten hier ein paar mit. Einfach, um unser Auto so geil wie möglich weihnachtlich zu beleuchten. Und kaufen wir uns noch einen Weihnachtsbaum fürs Dach? Yo. Das wär's. Lass noch ein Castorama, da kriegen wir die bestimmt auch noch im Bund. Lass einfach okay. So ein paar Weiße. Wir nehmen mal mit und dann nächster Laden. Ich nehme drei mal mit. Perfekt. Pass auf. Sprzuca Konitschk. Sprzedaż choinek. Habe ich doch gesagt. Du hast gerade meine Mutter beleidigt. Ist so oft im Leben, ne? Die letzten weißen die Hunde, sind nur noch die hässlichen und großen da. Ja, die Kahlen. Aber die Kahlen! Karl, warum machst du das? Scheiße. Ja, wir werden noch zwei finden, hoffentlich. So, wir haben zugeschlagen. Winterreifen sind jetzt auf den Subaru-Felgen und zwei Bäume für jeweils 15 Euro ergattert. Jetzt sind wir parat fürs Beschmücken der Drifter. Und Beleuchtung haben wir auch noch gekauft. Wir haben alles. Aber davor holen wir noch kurz deinen Hochpilotenkarre ab, würde ich sagen. Meine ADHS-Karre. Wagen, ey. Wir werden nur Steine in den Weg gelegt. Naja, Bruder, also fahr vorsichtig, ja? Ja. Du hast jetzt Winterreifen, die machen wir drauf, aber du musst erstmal in die Halle kommen. Ja, ich fahre entspannt in Schrittgeschwindigkeit in die Halle. Perfekt. Da ist er. Schön mit 40 über die Landstraße. Straßen sind relativ frei. Fahren wir das Ding jetzt zu Maeve in die Halle und dann kommen seine neuen Winterfelgen drauf. Aua, aua, aua. Oh. Blärt. Ist okay, aber das wird... Oder selbst wenn wir Winterreifen drauf sind und wir nach Tschechien in die Berge fahren, das wird eh passieren. Für nichts anderes ist doch dieser Wagen geschaffen. Oh. Wann hast du den lackiert? Vor einer Woche? Ja, aber hat jemand mal gesagt, dass es ein Showcar ist? Also ich nicht. Nee, alles gut. Alles gut. Ich wäre trotzdem für Winterreifen. Kurzer Zeitsprung. Es ist der nächste Tag und das ein bisschen aus unfreiwilligen Gründen. Ich musste gestern relativ früh den Tag beenden, denn bei mir hat die Migräne komplett gekickt. Während Maeve hier sein Auto in Rekordzeit wieder repariert hat. Ja, das Ding ist halt einfach, weißt du, ich habe die Karre angesetzt. Du hast schon wieder so Kopfschmerzen davon bekommen, dass dich voll ins Krankenhaus geschallert hat. Ja, wirklich. Dank deinem Unfall musste ich ins Krankenhaus. Nee, ich glaube nicht, dass es daran lag. Ich weiß nicht, was es war, aber ich hatte einen kranken Migräneanfall gestern. Habe alles nur noch verschwommen gesehen. Bin ins Krankenhaus, habe Migränetabletten bekommen. Dann ging es zum Glück auch wieder relativ schnell. Deswegen bin ich heute wieder fit und das ist ich gut. Ich bin so frech, ich klau mal deine Batterie und probiere sie zu reanimieren, weil meine ist auch kaputt und vielleicht ist die weniger du, kaputt. Gönn dir, ja, Bruder. Ja, kein Ding, Alter. Kupfer nehme ich auch an übrigens. Zahl aber weniger als der örtliche Schrott. Schaut es euch an, die Karre ist schon wieder ganz hier mit Plastikschweißgerät zusammengeschustert. Die Winterreifen sind drauf und pünktlich dazu natürlich sämtlicher Schnee weg. Das ist aber gut, denn jetzt, wo ich keine Kopfschmerzen mehr habe, können wir nach wie vor unserem Plan nachgehen, heute in Polen zu driften. Und das möchte ich mit meinem E36 Kompakt Polen-Drifter, der natürlich auch Sommerreifen drauf hat. Aber das ist ja kein Problem, solange der Schnee wegbleibt. Während ich gestern mit Migräne im Bett lag, muss ich mal ein ganz großes Danke aussprechen. Denn ihr seht es, das Bodykit ist bereits wieder verbaut. Und auch die Batterie wurde getauscht. Somit ist mein Wagen eigentlich ready zum Beschmücken und zum Driften. Also ganz großes Danke einerseits natürlich an meinen süßen kleinen Onkel Maeve hier und an deine Frau. Oh Gott, Digga, das war knapp, Alter. An seine Freunde, an den Simon und an den Paul von Chiboyas Garage, den ich dir irgendwie jeden YouTuber
meine, also das ist eigentlich so der Mari bei euch am Bodensee. Ist Paul dein Mari? Ja, schon gefühlt, ja. Ja, perfekt. Er hat uns geholfen. Er hat hier die Karre parat gemacht. Wie gesagt, Batterie ist jetzt getauscht. Wir haben das Bodykit fix montieren können. Da wurden anscheinend ein paar Mofa-Kennzeichen reingespackst. Aber ja, ich will es gar nicht so genau wissen. Ja. Wenn ich mit Kopfschmerzen daheim war, habt ihr das geregelt. Ich bin einfach nur dankbar. Ich bin einfach nur dankbar. Ich finde es auch super, dass es jetzt ein Drifter ist. Weißt du, am Bodensee kannst du schicke Autos bauen und hier, es ist wirklich, hier wird also gemurkst. Sollen wir mal zeigen, warum es ein Drifter ist? Weil der die ersten Kampfspuren hat, Freunde. Und die darf er auch haben. Ich meine, alleine hier hinten, Alter. Das hält jetzt zwar wieder alles, aber ich glaube, zur Essen Motorshow brauchen wir ihn so nicht mehr stellen. Aber ich bin auch froh, weil so können wir Spaß haben. Wir schmücken zusammen diesen Wagen. Wir haben eine große Kolonne von wunderschönen Autos mit Weihnachtsbeleuchtung. Damit wir da mitmachen können, machen wir das jetzt schnell. Und dann geht's auch schon los, denn heute Abend geht's die Action. Erlebt! Wie lange habe ich dich in diesem Auto nicht mehr gesehen? Ja. Alter. Oh, da war ein Stein drunter. Ich habe auch 3,5 Zoll Anlage von meinem alten Skyline. Digga, die Karre lief erstmal ein paar Wochen nicht. Der hatte schon einen Lagerschalenschaden vor 3 Jahren. Ja, da habe ich ein bisschen Schweinespeck zwischengeschmiert, Digga, der läuft immer noch. Du denkst dir aber scheiße, das ist True Story. In Polen machen die wirklich, die wirfen auch Bananenschalen ins Getriebe. Ich bin schockiert. Weißt du, was mir gerade gekommen ist? Ist das das erste Mal? Ich bin auch gerade gekommen. Oh, eine gute Vorlage. Mir ist gerade gekommen, ich glaube, wir fahren das erste Mal die beiden Karren zusammen jetzt. Also wir driften das erste Mal mit deinem Pisskoffer und mit meinem E36. Davor also wir driften nicht, unsere Kaska, unsere Stuntmänner driften das erste Mal die beiden Autos zusammen. Genau, und wir sehen sie zusammen bei den Aktionen. Das ist Premiere. Ja. Okay, das war der Test. Scheint noch zu funktionieren, das Auto. Wir sind parat fürs Weihnachtsdriften. So, jetzt aber genug gelabert. Ich suche mir jetzt einen von den beiden Bäumen aus. Die haben wir noch kurz vor meinem Migräneanfall kaufen können gestern. Gott sei Dank hat das noch geklappt. Das heißt, ich schmeiße ihn jetzt aufs Dach zu den Fest. Und dann kommt hier die Weihnachtsbeleuchtung dran. Wenn ihr denkt, wir haben Platzprobleme in der LB-Garage. Digga, das ist hier nächstes Level. Es wird parallel geschmückt. Everybody, E36 owner know this problem. Also Mavesen Karren hat hier den beschmückten Weihnachtsbaum und ein bisschen Deko innen drin. Der Rest, da spricht der Lack für sich, würde ich sagen. Ist schon sehr nice geworden. Stimmt, du hast ja eigentlich jetzt das erste Mal so mal wirklich Zeit gehabt zu begutachten. Ja, jetzt und pass auf. Und für Scheiße empfunden. Nein, das ist mega. Mein Karren, da haben wir versucht, die Form vom Wagen ein bisschen nachzubauen. Der sieht jetzt so aus, ja. Wir haben einfach hier die ganzen Formen einmal ringsrum genommen, haben auch einen Baum beschmückt hier oben drauf. Aber ihr wisst ja, einer muss immer übertreiben. Also, Anna hatte Bock. Hat ein paar mehr Euro auf Amazon liegen lassen und einfach mal die komplette Karre hier eingepackt in Lichterketten. Da fehlt eine Tiefe, ne? Die wird durch mehr Licht kompensiert. Sehr brav. Scheiße, sieht das gut aus. Ich denke, wir haben jetzt ein gutes Setup. Und mit dem machen wir jetzt eine kleine Runde durch die Stadt. Bisschen die Leute zum Grinsen bringen. Dann habe ich einen Aufruf auf Instagram gemacht, dass jeder, der alleine ist an Weihnachten, der keinen Bock auf besinnliche Zeit hat oder eben nicht die Möglichkeit hat, kommt nach Polen. Ich habe die Adresse und die Uhrzeit gepostet für das inoffizielle Drift-Event hier, welches jedes Jahr in Polen stattfindet. Wir werden mit unseren dekorierten Autos dabei sein und ich denke, einige von euch auch. Wir werden es herausfinden. Das Wetter spielt perfekt mit. Die Straßen sind nass, aber es regnet nicht. Besser kann es nicht sein. Wir haben einfach eine mega gute Zeit heute, denke ich. Und ihr seid dabei. Schauen wir mal, was wird. So geil. Oder? Was wird. The Christmas lights fill the city. There are people everywhere. Snow is falling white and pretty as I stroll on my
Schon angekommen. Es ging direkt los. Ich konnte gar nicht euch zeigen, was hier abgeht, aber wir gehen gleich nochmal eine Runde. Es füllt sich langsam. Es sind unglaublich viele geil beschmückte Autos. Da sogar ein fucking Schulbus oder was das ist. Wir gucken gleich eine Runde. Jetzt fahren wir unsere Autos erstmal auf die Seite, weil langsam geht's hier los. Maeve und ich haben den Anfang gemacht und jetzt wird's langsam wild. Wir fahren die Autos ein bisschen auf die Seite, dass da nichts passiert, weil wenn was passiert, dann bei solchen Events definitiv. Also schön vorsichtig. Also, wir haben unsere Autos jetzt hier mal in die Reihe gestellt. Man sieht, wir sind nicht die einzigen hier. Die Kollegen haben sich auch geil dekoriert und es werden immer mehr. Hier in der Mitte, hier wird schon fleißig Gas gegeben. Ich zeige euch das mal kurz. Hier seht ihr das? Das ist the place to be an Weihnachten, ne? Hier ringsrum stehen überall Autos und wir werden jetzt nach und nach reinfahren. Hier darf man ein bisschen Action hier machen. Mr. X, haben Sie die Erlaubnis vom Besitzer? Siema, tak, możemy tutaj upierdalać. Jesteśmy w Gorzelcu. Jebać polen dioksyda to jest gruby chuj i życzę miłej zabawy w Polsce. Genau das wollte ich hören. Viel Spaß, mein Freund. Leute, ich habe investiert. Seht ihr das? Das ist meine neue Brille und die hat Kameras drin. Das heißt, ich werde mit dieser Brille, auch wenn das dumm aussieht, mit dieser Brille live auf Instagram filmen. Wir werden das natürlich auch mit in die Videos reinnehmen. Das ist die Marvin-Cam für den richtigen POV, meine Freunde. Ich bin gespannt, was wir mit dir alles mitnehmen. Also nur, dass ihr nicht wundert, es gibt ein bisschen POV vom Feinsten jetzt. Digga, das ist ein anderer Vibe hier gerade. In der Digga. Polenschanze mit den Kisten. Das Außenlager. Gebäude 2 quasi. Ja, wir sind zurück, Freunde. Die Karren haben beide überlebt. Unglaublich, hätten wir es gehört? Ich hätte echt nicht gedacht, aber die Jungs, die hinterm Feuerwand standen, wenn die wir gebucht haben, haben sich echt genommen. Die waren nicht schlecht. Die haben auf unsere Autos aufgepasst und deswegen stehen sie beide jetzt hier wieder sicher mit ein bisschen runterradierten Reifen. Das muss man dazu sagen, ne? Bis auf die Karkasse. Sitzt. Perfekt. Es war absolut wild. Es hat mega Bock gemacht. Es freut mich auch, dass du da warst. Alter, was ein Weihnachten, Digga. Ja. Also, ey, nichts gegen Weihnachten mit Familie, ne? Auch wichtig. Aber das ist ein anderes Erlebnis. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, weißt ja, du? Ja, eben. Also, nicht deswegen ist halt, also ich hab halt keinen Mom, keinen Dad mehr. So, die sind halt leider verstorben. Du hast eine Ersatzfamilie. Genau. Und wir haben das zusammen gerockt, Alter. Und ich sag dir, wie es ist. Ich sehe mich dann nächstes Jahr wieder. Ich denke auch. Und ich glaube, wir müssen mal was Neues starten. Es ist so, ich habe mir dasselbe gedacht. Die Autos sind ultra geil. Gerade so nebeneinander, die zu sehen, aber irgendwie. Das Fahren ist das eine, aber der Weg ist das andere dahin, weißt du? Ich will mal wieder was bauen, ich will was machen. Ich hab Bock und das Ding ist halt irgendwie, du kaufst gerade japanische Autos und ich. Vielleicht gibt's mal einen neuen Polen-Trip, aber nicht nur mit Driften, sondern mit neuen Autos. Ja, und mal vielleicht eine andere Schiene, weil wenn wir schon Autos umbauen können, so wie wir Bock haben, dann habt ihr doch auch bestimmt, ja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet, wenn wir mal wieder einen Polen-Trip starten mit neuen Autos. Was mit denen passiert, ich meine, haben ist besser als brauchen. Genau. Tut ja nicht weh, ist bezahlt. Ist so, ob wir es jetzt oder in 3 Jahren verkaufen, der Preis bleibt der gleiche. 100 Euro Steuern fürs ganze Jahr, das können wir uns leisten. Ja, mal schauen, weil in Polen gibt es ja auch so neue Gesetze, muss ich sowieso mal ein Video drüber machen. Das könnte noch vielleicht was werden, vielleicht gehen wir rüber nach Tschechien mit Zulassung. Tschechien-Trip 1.0, Freunde. Ja, was war das? Die Tür hinten. Die Halle bricht ein. Nein. Ey Freunde, danke, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Schaut gerne bei Maeve auf dem Channel vorbei. Ist unten wie immer alles verlinkt. Und schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Daumen nach oben da lassen. Wichtig. Ey, wir wünschen euch einen bringt guten das Rutsch. Auch was? Ja, natürlich. Okay, dann Daumen nach oben und guten Rutsch. Genau. Daumen muss man erstmal machen lassen können. Das, was er sagt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao.